da! Halten! Bitte hin! Stand haben! Halt! Halt! Boah, dieses Mal haben die sehr, sehr fies geschossen. Männer! Schilde! Haltet aus! Waffnet euch! Formation halten! Wieder bereit! Werft! Schilde, Männer! So. Gut. Gut, gut, gut. Ihr da! Treibt alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück! Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Ja, ja, ja. Was war das denn gerade für eine komische Kameraführung? So, hier ist der Tor und da geht's rüber. Punkt. Naja. Hier sind, glaube ich, die Gerber. Oder die, also die Färber wahrscheinlich hier. Und die ganzen Farben, ne? So. Ja. Neue Chroniken gesammelt, das schauen wir uns dann am Schluss an. So. Noch was freigeschaltet, sehr schön. Und hier ist die Leiter. Da hoch. Nochmal Speicherpunkt. Ah. Uiuiui, das ist gemein. So, komm, ist der fertig, ne? Kommen die anderen. Tja. Oh, das, das war so ein roter Angriff. Diese drei hintereinander. So, jetzt erstmal den nach. Noch einer. Ja, moin. Für jeden, den ich töte, kommen zwei neue. Mann, du hast mich gerade davon abgehalten, zweimal Hinterrichtung zu machen. So. Gut. Eieiei. Erstmal was trinken. Gut.
blockiert diesen Eingang. Wir müssen uns für den nächsten Angriff öffnen. Marius, komm, folge mir. Die Götter verschaffen uns eine Atempause. Und, ja, folge Vitalion. Ja, komm. Na, 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 na. Ja, komm. Naja, er, okay, er soll mir folgen. Okay, alles klar. Und jetzt muss er die Tür aufmachen. Oder? Ah. Willst du nicht? Willst du nicht? Ich befehle dir, irgendwas zu machen. Ah, danke, gut. Wenn NPCs sich nicht bewegen, obwohl sie es sollen, ja. York ist verloren. Wir müssen so viele unserer Männer hier herausbekommen wie möglich. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Es ist gepanzert und wird allem widerstehen, was die Barbaren zu bieten haben. Nein, sie müssen auf den anderen Booten unterkommen. Commodus und seine Wachen sind mit dem Kriegsschiff geflüchtet. Natürlich. Sie waren als Erster am Hafen und haben auf ihrer Flucht Frauen und Kinder weggestoßen. Wundert mich nicht. Ja, da ist noch. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen, die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut. Wenn alle in Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. Kann ich mir Wurfsperre holen? Nein, kann ich nicht. Schade. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Senat. Commodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Ja. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Übernimm das Kommando, Marius. Erreiche unsere Männer auf der Brücke und bring sie zurück. Ich kümmere mich um die Evakuierung. Na schön. Dann mal wieder da. Ein Mann kommen. Zurückziehen! Wir holen euch hier raus. Ich nehme den Skorpion und gebe euch Deckung. Ihr da! Zieht mich zum linken Ufer zurück! Zieht, Männer! Los! Salve jetzt abfeuern! Salve abfeuern! Wie die zittern! Wieso wollt ihr mich aufhören? Das geht nicht gut. Den Arm verdorben. Was soll das? Oh, voll das brutale Spiel. Geh, Marius! Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist! Nein! Ihr müsst gehen! Ihr müsst leben! Der Senat wird euch anhören! Ihr seid ein Kommandant, sie müssen! Du
Boden geht. Hätte ich auch so gemacht. Vor allen Dingen, wir sind hier Hauptpersonen. Haben gespeichert. So, bringen wir. Okay. Das war eine großartige Methode. Die kann man nicht. Diese heroische Musik. Und sicher könnte ich auch einmal wieder dieses gelbe Ding machen, wo ich dann doppelt so schnell bin. Aber das finde ich nicht so gut. Da muss ja nicht sein, ne? Bin ich ein bisschen unsicher. Also wenn er jetzt nicht stirbt, weiß ich auch nicht. Naja, er kann ja an sich nicht sterben, weil der ja in Rom auch sein muss mit der Nähe. Und vor allen Dingen, es sind ja nur 5 oder so. Das passt schon. Naja, irgendwie, es dauert doch länger. Nein, jetzt halt echt nicht. Nein, das war das Falsche. Und da haben wir ja schon wieder 2. 3. Nein. Und jetzt kommt raus, dass ich wirklich das nicht schaffen kann. Okay, ich kann es wirklich nicht schaffen. Okay. Ja, okay, alles klar. Ich musste einfach nur sterben. Ach, der ist ja auch noch da. Ist das ein Priester? Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles.
Ah, okay. Also sind wir wirklich gestorben. Aber wir haben überlebt. Ah, oh, verdammt. Entschuldigung. Ich habe voll vergessen, die Cam auszumachen. Aber... Nee. Mache ich jetzt mal. Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götterheld! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet. Und es dem Volk zurückzugeben. Warum? Warum, oh Kaiser, warum? Okay. Erreiche die Villa deiner Familie. Ja. Oh Geist. Ja, naja, okay. Gut, meine Chronik gesammelt. Ah, wohin? Vielleicht da, wo der Adler hin zeigt. Sag nicht, dass da schon wieder eine Leiter ist, die ich übersehen habe. Natürlich ist da eine Leiter. Nee, da... Das einfach nur, das habe ich übersehen. Okay, alles. Prätorianer, was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen kampferfahrenen Veteranen? Die Schwerter weg oder ich werde euch auf der Stelle töten. Auf ihn! Nicht so mit dir reden! Erledige ihn! Los! Mach schon! Ja, so ist's recht! Okay, jetzt kämpfen wir auch schon gegen die Prätorianer.
Die Bande sind sowieso korrupt, bis sonst was. Synchronschlag. Aua, das war nicht nett. Ja, mach das. Gut. Wie der die ganze Zeit da gestanden ist, ne? So. Der tötet die, das ist nicht schön. Ja. Ein Legionär hat Atticus und Janus ermordet. Da ist jemand drin. Ihr zwei, seht mal nach. Nichts. Zurück auf eure Posten. Ja, Herr. Ich muss runter von der Straße, wenn ich Ärger vermeiden will. Wollen wir das? Überall diese fetten Graffitos, ne? Yes, jetzt hab ich wieder. Hier treibt sich ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn finden. Ein Abtrünniger. Du! Morden der Abschaum! Komm schon, Junge! Ah, ich seh nichts. Come on. Die Waffen runter. Ja, wie soll ich denn kämpfen, wenn ich euch nicht sehe? So. Das war gerade sehr, sehr ärgerlich. Schwärmen, hier treibt sich ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn finden. Du! Morden der Abschaum! Kommt schon, Jungs! Ah, die haben keine Schilde. Seht ihr, wie einfach das ist? Von wegen Abtrünniger. Gut. Aber easy. Alles easy. Speicherpunkt. Ich jetzt aus. Alles gut. Ja.
dass hier einfach so eine Balliste rumsteht. Hm. Naja, okay. The Emperor and Commodus have made enemies.